Hallo liebe Zuschauer und wieder mal willkommen auf meinem Kanal. Ja, im letzten Video von mir ging es ja um die Lebensmittelpreise im Supermarkt. Da habe ich mal so einen Streifzug gemacht und die Lebensmittelpreise notiert und hier gezeigt, was wie viel in Thailand kostet. Und da kam Thailand eigentlich gar nicht so gut weg in puncto kostengünstig verglichen mit jetzt meinetwegen Deutschland oder halt Europa. Aber es gibt durchaus genügend Dinge, die in Thailand sehr viel günstiger sind als in Deutschland oder Europa. Und die möchte ich heute euch mal hier benennen und aufzeigen. Wobei ich da mit Sicherheit noch das eine oder andere nicht berücksichtigt habe bzw. vergessen habe. Vielleicht könnt ihr mir da Anregungen geben. Vielen Dank auch an dieser Stelle für die vielen nützlichen Kommentare zu meinem letzten Video. Da ich ja selber nicht mehr auf dem Laufenden bin, was wie viel in Deutschland kostet, waren da ganz interessante Beiträge dabei. Danke dafür nochmal. Und dann wollen wir uns mal in die Materie begeben. Erstmal ein kleines Vorwort, warum hier viele Sachen, die ich jetzt gleich aufführe, eben erheblich günstiger sind, sein können, wie eben in Deutschland oder Europa. Ist einmal die Tatsache, dass hier der Mehrwertsteuersatz 7% beträgt in Thailand, gegenüber 19% in Deutschland. Und die Arbeitslöhne ein Bruchteil dessen sind, was man in Deutschland bezahlt. Und darauf oder daher kommen wohl die Preise. Wir fangen an. Ein wichtiges Ding ist Benzin. Da fängt es an. Ihr habt da hinten das Bild eingeblendet, aber leider wieder die Technik hat da ein Spiränzchen gespielt. Macht denn jetzt mein Monitor? Das Ding war hell erleuchtet, die Preise, jetzt sieht man gar keinen. Irgendwie hat es eine Frequenz, wo das an und ausgeht, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennt und ich scheinbar gerade abgedrückt habe, wo das Ding dunkel war. Aber ich benenne euch die Preise. Fängt oben an mit dem Diesel B7. B7 steht für einen Bioanteil im Diesel von 7%. Der kostet 32 Baht und 22, was wiederum in Euro 86,2 Euro Cent entspricht. Mit dem heutigen Umtauschkurs muss ich auch noch dazu sagen, der liegt heute bei 37,38 Baht für 1 Euro. Also ein bisschen günstiger geworden seit dem letzten Video, da war er bei 37. So, dann geht es weiter mit Benzin E20. E20 ist ein 95er Superbenzin mit einem 20%igen Ethanol oder Ethylalkohol, Ethanol glaube ich, 20%igen eben Zusatz von Ethanol, liegt bei 33,02 Baht und das wiederum entspricht 88,33 Euro Cent. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich hier mal runter gucke, aber da habe ich meinen Spickzettel. Kann mir ja auch nicht alles merken in meinem Alter, nicht wahr? So, da geht es weiter mit dem 95er Super. 95er Super ist E10. Also unter E10 gibt es in Thailand, gibt es auch, aber das normale 95er und auch 91er ist E10. Mit 35,33 Baht wiederum 94,51 Euro Cent. Und der normale Diesel liegt bei 33,12 Baht, entsprechend 88,6 Euro Cent. Zum Diesel ist zu sagen, in der Vergangenheit, also bevor diese ganze Inflation und alles losging, war der Diesel immer leicht teurer als das Benzin. Und der Diesel ist noch unter staatlicher Förderung, das heißt, der ist subventioniert. Man will dadurch eben der Wirtschaft
nicht schaden bzw. die ankurbeln, weil der viele LKW-Verkehr und was da alles drum und dran hängt, sonst empfindlich leiden würde. Und da sieht er schon, dass die Politik hier andere Ziele verfolgt als in Deutschland. Dann geht das weiter mit dem Strom. Ja, beim Strom blicke ich nicht so ganz recht durch mit den Kilowattsätzen, was die so wirklich kosten. Ich kriege ja jedes Monat oder jeden Monat eine Abrechnung direkt vom Elektrizitätswerk da in Thailand oder hinüberhin. Und da, wenn ich dann wieder gegenrechne, da komme ich jedes Mal auf vielleicht einen anderen Satz pro Kilowattstunde. Bei meiner letzten Abrechnung, es scheint jetzt auch doch teurer geworden zu sein, der Strom in Thailand, lag die Kilowattstunde bei 4,7 Baht, was 12,5 Euro Cent entspricht und dadurch oder damit wohl erheblich billiger als beispielsweise in Deutschland, wo er weit jenseits schon der 40 liegt, wenn ich recht informiert bin. Ein nächster ganz großer Punkt ist in meinen Augen die Gastronomie, die ist ungeschlagen günstig in Thailand. Also, wenn ich essen gehe oder wenn wir zu zweit essen gehen und auch gut essen gehen, unterm Strich mehr mit Getränken, mit allem drum und dran, also mehr als umgerechnet 10 Euro bezahle ich fast nie. Also, das ist die Ausnahme, dass ich mal mehr als 10 Euro bezahle. Thailändisches Essen auch im Restaurant liegt, ich sag mal, je nachdem, was man nimmt, sag mal zwischen 60 und 120 Baht. Normale Gerichte, wenn man jetzt so einen ganzen gebratenen Fisch sich nimmt, der kostet dann auch schon mal 300 Baht, aber da kann man auch wieder dann zu zweit von satt werden. Also die Gastronomie ist sehr günstig und was im letzten Video ja angesprochen wurde oder rauskam, dass eben das Bier hier im Einkauf ja gut so, doppelt so teuer ist als in Deutschland. Aber wenn ich im Restaurant sitze oder irgendwo mir ein Bier kaufe, dann kostet das selten über 100 Baht und meistens so zwischen 70 und 80, 90 Baht, was ja dann irgendwo ja weit unter 3 Euro liegt und weiß jetzt im Moment wieder nicht, was in Deutschland eine halbe Bier kostet, wobei das dann hier keine halbe ist, sondern 0,62 Liter. Dann als nächstes Wohnraum mieten ist vergleichsweise sehr günstig. Da gibt es aber auch natürlich himmelweite Unterschiede. Wer natürlich meint, ein Luxus-Apartment haben zu müssen oder ein Luxus-Bungalow mit großem Pool und was weiß ich, großer Gartenanlage, da liegen die Preise dann auch schon mal jenseits von 25, 30, 40.000 Baht. Wer das braucht, okay. Aber du kriegst hier in Thailand eine normale, ich sag mal, ein Kondo, eben ein oder zwei Zimmer-Apartment. Ich sag mal grob ab 6, 7, 8.000 Baht geht das los, plus halt wieder Nebenkosten in Höhe, also in Form von Strom und Wasser, was man in aller Regel noch extra bezahlen muss. Zu den Mieten ist auch noch zu sagen, nicht nur, dass es günstig ist. Es gibt auch genügend Wohnraum, also es ist kein Problem, irgendwo irgendwas zu finden. Da höre ich ja aus Deutschland ganz andere Geschichten mittlerweile. Also Wohnungsknappheit oder gar Wohnungsnot ist in Thailand nicht vorhanden. Daraus resultierend auch die Immobilienpreise in Thailand verhältnismäßig günstig. Also fängt beim Haus so an bei, naja, ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Millionen Thai-Baht nach oben offen natürlich und beim Kondo ähnlich, wobei ihr da schon seht, dass in Relation zu Kondos, also so Apartments, Häuser eigentlich sowohl in der Miete als auch zum Kauf günstiger sind. Ein ganz wichtiger Punkt und was in Thailand meines Erachtens hervorragend funktioniert, sind Dienstleistungen. Also das klappt wirklich gut. Da kann ich auch Beispiele benennen. Beispiel, wenn ich mit dem Motorrad in die Werkstatt gehe
und lass mir einen Hinterreifen aufziehen. Ich mache das meistens so, jetzt in meinem Fall, ich kann den Hinterreifen, wenn er denn vorrätig ist, bei dem entsprechenden Händler natürlich auch vor Ort direkt kaufen. Ich mache es in der Regel so, dass ich mir den im Online-Versand schicken lasse, dann damit hinfahre. Meine Lieblingswerkstatt für einen Reifen aufziehen ist Kawasaki. Und die nehmen, oder die Namen, so muss ich sagen, 300 Watt für die Montage, da ist das Montagewuchten alles dabei, Altreifenentsorgung, Extrakosten dafür gibt es gar nicht in Thailand. Und jetzt habe ich mir sagen lassen, ich habe selber noch nicht, war jetzt schon länger nicht mehr da, habe ich mir sagen lassen, nehmen Sie inzwischen 500 Baht. Aber es ist alles in allem noch empfindlich oder sehr viel günstiger als in Deutschland, wo eben eine Werkstattstunde bei 80, 100, 120 Euro mittlerweile liegt. Und es klappt vor allem. Und da kann ich noch weitere Beispiele benennen, beispielsweise, wie ich mir hier dieses Haus, diese Wohnung vollkommen eingerichtet habe, wo also gar nichts drin war. Das klappte alles hervorragend und zu günstigen Preisen. Ein Beispiel eben hierzu war im Bad der Durchlauferhitzer, der da installiert werden musste. Da bin ich ja in so einem, ja, war eigentlich ein Möbelladen, die Möbel und Elektrogeräte und was weiß ich alles verkaufen. Und die boten eben den Einbauservice mit an und der Durchlauferhitzer an sich, und das ist ein Markengerät von Sharp. Also kein schlechter, hat 2000 Baht gekostet. Und der Einbau, da kamen zwei Leute mit dem Auto und haben exakt eine halbe Stunde gearbeitet. Und die Einbaukosten, also der Arbeitslohn dafür mit Material natürlich, waren 1000 Baht. Das sind irgendwo, was, 28 oder das ist 30 Euro sein. Also da ist Thailand wirklich günstig und vor allem es klappt auch alles. Was weiterhin günstig ist, einfach auch bedingt durch die niedrigen Kraftstoffpreise und Löhne und so weiter, sind Inlandsreisen in Thailand, was ich ja privat sehr viel mache, mit dem Motorrad dann eben. Und da muss man aber auch sagen, dass Thailand ein verhältnismäßig gutes Netz hat. Mit Bussen, zumindest zu allen Städten, größeren Städten, die Verbindungen klappen gut. Und die Fahrpreise für die Busse, das sind dann auch zum Teil oder fast, ja, sind ausschließlich dann auch klimatisierte Busse mit auch ein bisschen Komfort drin und so. Ich kann jetzt da keine Preise benennen, aber es ist nicht teuer. Es ist keinenfalls teuer. Und das Schienennetz, meines Erachtens, die Zugverbindungen sind noch nicht optimal, aber da arbeiten sie heftig dran. Es werden ja überall Schnellbahntrassen durch Thailand gebaut und das dürfte sich in nicht allzu ferner Zukunft auch bessern. Zu den Hotels. Ich bin ja nun, wie gesagt, 2 bis 3 Monate im Jahr auf Achse. Also ich muss keinen feudalen Luxus haben. Ich muss da nicht das Überzimmer haben. Mir genügt ein einfaches Zimmer, wobei diese einfachen Zimmer also sauber sind und auch ausgestattet, was man braucht. Da ist in aller Regel ein Kühlschrank drin, Aircondition sowieso. Und ich zahle ganz grob, würde ich mal sagen, zwischen 400 und 800 Baht im Durchschnitt pro Übernachtung. Kann auch mal in Ausnahmefällen mehr sein, aber ist dann vielleicht ein Frühstücksbuffet dabei oder irgend sowas. Also 400 bis 800 Baht entspricht gut 10 bis gut 20 Euro. Und das Schöne ist ja auch, dass Thailand dahingehend hervorragend erschlossen ist. Das heißt, du findest an jeder Ecke leicht und schnell eine Unterkunft. Auch im Internet sind die sehr gut da bei Booking.com und wie sie alle heißen, sehr gut vertreten. Letzter Punkt, der mir halt dazu einfällt, ist wiederum Fahrzeuge, Fahrzeugunterhalt. Man braucht ja hier in Thailand, muss man jährlich also eine Plakette sich holen. Und das ist dann halt die Road Tax, die Straßensteuer fällig. Das sind wirklich Kleckerbeträge. Und die Pflichtversicherung, das liegt beim Motorrad, was ich bezahlt, bei der 500er das letzte Mal. Ich meine, es waren 850
Bad, also lass es 23, 25 € sein. Da ist also die Road Tax drin, da ist die Pflichtversicherung drin und da ist sogar die TÜV-Abnahme drin. Also, ich glaube, die TÜV-Abnahme mit irgendwie mit 150 oder sowas Baht dotiert, wobei der TÜV in Thailand der gespielte Witz ist da. Kein Vergleich mit Deutschland. Ja, und dann halt auch, wenn ich mit dem Motorrad in die Werkstatt gehe, die Lohnkosten für die Werkstattarbeit sind denkbar günstig. Also 300-500 Baht für eine Inspektion mit Ölwechsel und allen möglichen Filterwechseln und so weiter und Zündkerzen. Da kommt Deutschland auf keinen Fall mit. Ja, so viel heute dazu. Hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch und würde mich wieder auf eure Kommentare freuen, was euch noch alles dazu einfällt, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. Gibt sicherlich noch mehr Sachen, die man da benennen könnte. Damit sage ich wieder Dankeschön und danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.